Der Goldpreis klettert derzeit von einem historischen Höchststand zum nächsten. Erst heute Morgen hat er wieder ein neues Allzeithoch erreicht. Dafür sind vor allem geopolitische Unsicherheiten verantwortlich. Mehr dazu von Ann-Kathrin Beck. Ja, der Goldpreis erreicht im Moment regelmäßig neue Rekorde. Erst heute Morgen ist er auf 2733 US-Dollar je Feinunze gestiegen. Und das hat ganz viel mit den geopolitischen Unsicherheiten weltweit zu tun. Denn Gold gilt ja als Krisenwährung, als sicherer Hafen in schwierigen Zeiten. Und da macht er im Moment seinem Namen alle Ehren. Seit dem 7. Oktober, seit dem Angriff der Hamas auf Israel, ist der Goldpreis allein um knapp 50% gestiegen. Die Lage im Nahen Osten war bisher also ein ganz großer Preistreiber und wird es voraussichtlich auch bleiben, denn dort ist die Lage nach wie vor sehr angespannt. Israel diskutiert gerade seinen nächsten Angriff auf den Iran. Es sind große Unsicherheiten. Und weitere Unsicherheiten kommen zurzeit auch aus den USA. Zumindest sehen das Investoren und Privatanleger so. Denn auch die Präsidentschaftswahl in den USA könnte je nachdem, wer neuer Präsident wird, weitreichende Auswirkungen auf die weltweite Wirtschaft und auch die geopolitischen Entwicklungen haben. Und in so einem Fall greifen Anleger gerne auf Sicherheiten, in dem Fall auf Gold, zurück. Und dann muss man sagen, ist auch die Zinspolitik der Notenbanken ein ganz klarer Treiber beim Goldpreis. Bei der Nachfrage nach Gold. Denn wegen der Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed ist der US-Dollar im Moment vergleichsweise schwach, was das in Dollar gehandelte Gold für Kunden aus anderen Währungsräumen wiederum günstiger und damit auch interessanter macht.